Tja, und die sind natürlich von der Firma Leiby B. Haben wir Heizweste für Damen und Herren, beheizbare Weste, großflächige Heizung in transparenten Temperaturen bis auf 60 Grad, erhitzt, fühlende Wärme und das Ganze über eine Powerbank. Wie wir sie hier haben. So sieht das Ganze aus. Also die Tüte packt aus, das Ganze raus. Schönes, kuscheliges Fell. Hier eine Anleitung. Ja, und die ganze Weste könnt ihr euch ab der Größe M bestellen. So, in der Anleitung. Französisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch. Ja. So, hier steht es einmal. Wir haben eine rote, eine blaue, eine grüne Farbe auf 3. Ja. Eine Zeit, wie lange es funktionieren soll, ist bei der Höchststufe 4 Stunden, 6 Stunden und 8 Stunden funktionieren. Na gut, das wollte ich erst im Alltag testen. Ich habe die Weste an sich verspricht eine 6 Zonen Wärmebereich. Wir haben hier in diesem Bereich tatsächlich hier die Schalter. Geht natürlich jetzt noch nicht, ist kein Strom drauf. So sieht das Ganze einmal nass aus. An sich ist ja schon von sich aus schön kuschelig, dicken, fetten Fell. Ah, hier spüre ich was. Hier ist irgendwas. Und genau, ja, wie ihr schon gesehen habt, hier ist die USB-Verbindung. Das heißt, hier kommt die Powerbank rein. Leuchtet, eingesteckt. Das muss ich auch sagen, hier haben sie echt was gedacht, dass sie diese Kappe hier festgemacht hatten. So, die Powerbank steckt drin. Wir öffnen das Ganze einmal. So, und von hier hinten sehen wir schon hier die Heizbereiche, also hier, wo das Ganze so eingedehnt ist, hier auch an der Seite, einmal so eingedehnten Bereich. Ja, hier das Schild, hier die Powerbank an der Seite, wo man sie reinstecken kann. So, und hier oben der Startknopf. Ja, wir fangen aber erstmal mit der Backseite an. Jetzt haben wir das Ganze einmal herausgefunden. So, wir müssen das Ganze gedrückt halten. Jetzt leuchtet zum Beispiel der Rücken grün. Und sobald es einmal anfängt, gedrückt halten. Und dann geht das erst an. So, jetzt ist die Heizfunktion an. Wir stecken das Ganze einmal zurück in die Tasche. Und jetzt sehen wir uns gleich, denn ich warte kurz, ob das Ding auch wirklich warm geworden ist. Ja, Leute, ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen und ich merke schon wirklich tatsächlich, dass hier Wärme rauskommt. Also ich finde es echt krass. So, ich würde ein bisschen gar nicht meine Hand einfach wegmachen. Schön warm und angenehm ist es. Und das ist echt eine geile Sache. Vor allem für den Winter, wenn man Rückenprobleme hat, so kann man ja diesen Kirschkerneffekt sich auch zaubern, schön den Rücken aufwärmen lassen. Ja, fast schon wie die Sitzheizung, die es im Auto gibt. Finde ich eine richtig geile Sache. Ja. Die Weste verspricht tatsächlich, was sie hält. Schnell Laufheizung, Temperaturkontrolle, dann die 3 Stufen passen. Ein Kohlenfaserheizelement, das hier drin ist. 3 Heizstufen, 6 Heizzonen, wobei ich sehe irgendwie nur 5. Wobei hier im Nacken soll tatsächlich auch ein dünner Streifen sein, so wie das hier gerade abgebildet ist. Die ist leicht und angenehm, sie ist waschbar, habe ich noch nicht getestet, aber so soll sie sein. Und sie funktioniert mit USB.
Krass. So, jetzt hatte ich einmal hier die Taste nochmal gedrückt. Und hier auch. Und so geht das Ganze einmal aus. Krasses Zeug. Ich finde es echt eine super geile Sache. Im Winter, vor allem wenn man verfroren ist, kann man die Weste anziehen und dann läuft's. Ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit der Weste weiterhelfen. Und ihr könnt euch ein eigenes Bild über diese Weste machen. Wie sie aussieht. Tja, was die Größe betrifft, sie fängt halt in M an. Und ja, das ist zu groß für mich, aber okay. Da kann ich euch leider nicht genau was sagen, aber auf jeden Fall, das Heizen funktioniert. Ihr braucht natürlich eine eigene Powerbank dazu. Ja, die ist nicht in der Lieferung inklusive, aber ich glaube, gegen Aufpreis gibt es auch eine Powerbank, aber das ist dann deutlich günstiger, wenn man eine eigene kauft. Ich brauche einen 3 Ampere Ausgang, also einen USB 3.0 Ausgang für USB-A Ports und sonst wird mir auch nicht wirklich viel ein, was ich euch sagen soll. Holt sie euch, holt sie nicht. Ja, viel Spaß damit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.